Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Im letzten Part haben wir die fünfte Welt abgeschlossen, was ein bisschen traurig ist, weil ich mag immer die Dschungelwelten. Und sind jetzt schon in der sechsten Welt. Wir sehen hier direkt zum Anfang schon mal hier das neue Feature von der Welt, und zwar die Schalter. Was die genau machen, kann man sich zwar schon denken, aber ich denke, wir zocken jetzt erstmal das erste Level und dann sehen wir gleich weiter. So, Fuzzy-Felsen. Ich glaube, an den Level kann ich mich sogar noch ein bisschen erinnern. Ja, genau, hier gab es einen Yoshi, wollte ich gerade schon sagen. Aber man hat es ja auch gesehen an der Beere hier unten oder an dem Apfel, was auch immer. Und das ist sogar ziemlich cool, dass es hier einen Yoshi gibt, weil man kann mit Yoshi, wie denke ich mal jeder wissen sollte, auf die Fuzzies draufspringen. Und solange man den Yoshi hat, wird man auch dafür belohnt. Was echt ziemlich cool an diesem Level ist, weil Yoshi dadurch einfach... Naja, er bekommt, böse gesagt, einfach einen Sinn, weil ich finde Yoshi immer so ganz nett zu haben, weil er lässt einen halt einen Hit tanken, so den man dann nicht bekommt, also man bekommt keinen Damage, wenn man getroffen wird. Aber ich finde ihn sonst irgendwie ziemlich unnötig, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja gut, man kann so ein bisschen flattern und so weiter. Aber sonst hat er nie einen wirklichen Sinn gehabt. Und jetzt hier, in diesem Level, bekommt er einfach einen Sinn zugeschrieben. Und ich denke, es ist einfach nur ein Rückweg links. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Röhre rein. Und sehen, wie Yoshi effektiv in den Level eingebunden wird. Schön. Eine nette kleine Herausforderung. Allerdings hätte ich das vielleicht so gemacht, dass da nur so zwei, drei Fuzzies sind, anstatt so ein paar. Weil so war es jetzt eher, ja gut, ich springe da jetzt mal so ein bisschen drauf, als wären das Trampoline. Es hatte nicht wirklich eine richtige Challenge. Bisschen schade, aber trotzdem gelungene Einbindung, wie gesagt, von Yoshi in den Level. Und ein Pilz spawnt. Aus dem Yoshi-Ei. Ja, warum auch nicht? Das war, glaube ich, auch schon im Wii-Teil so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wo ich mich allerdings frage, warum wird man dafür nicht vernünftig belohnt, dass man den Yoshi noch hat? Und bekommt dann einen Power-Up. Ich denke, es wäre sinnvoller. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob da eine Ranke drin ist oder ob da einfach nur ein One-Up ist. Ich denke, ich werde es nicht riskieren. Und das war eine gute Entscheidung. Denn da ist die Starcoin. Okay, ich denke, ich werde hier oben erstmal alle wegfressen. Was? Ja, alles klar. Ja, zum Glück haben wir die Feuerblume. Damit können wir alle auslöschen. Und hier doch noch dran kommen. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, mit Gegentreffer, aber nein. Wie bin ich denn da durchgekommen? Okay. Das ist nice. Und ich muss mich jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen. Aber ich denke, es wird kein Problem sein. Ich denke, ich bin fast am Ende des Levels angekommen. Und da unten ist noch ein Secret. Ist das ein Secret Exit? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Naja, werden wir gleich auf der Weltenkarte sehen. Und ich denke, ich komme nicht an die Zielflagge ran, also oben an die Spitze ohne Yoshi. Also gehen wir einfach ins Ziel. So, und jetzt mal schauen. Ich denke, ich werde noch mal reingehen. Gerade weil wir jetzt so kurz für ein Level gebraucht haben und deswegen auch noch Zeit haben. Sonst würde ich das wahrscheinlich eher off-cam nachschauen, aber ich denke jetzt so aus der Situation raus, schaue ich das einfach mal nach. Oh, das ist echt komisch, so abgestoppt zu werden von den Bären. Ist tatsächlich etwas nervig, aber jetzt auch nicht die Welt. Ich denke, wir fliegen hier einfach drüber. Auf ganz entspannt. Den nehmen wir uns noch mit und ich habe die Renntaste losgelassen. Ganz toll. Und wir können jetzt mal schauen, was hier drin ist. Ja, ne, anscheinend doch nicht, weil ich zu blöd bin. Ach, einfach von hier oben. Und nun One-Up. Alles klar. Okay. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt da runterfallen. Das wäre etwas uncool gewesen. Und wir haben die Möglichkeit, die Fuzzies einzufrieren. Das ist nice. So können wir uns nämlich hier draufstellen, wollte ich sagen. Aber daraus wird wohl nichts. Alles klar. Und dann schauen wir mal, was hier ist. Ernsthaft? Nur ein paar Münzen? Alles klar, Nintendo? Warum? Ich meine, da hätte ich vielleicht eine Starcoin hingepackt oder so. Zum Beispiel die erste, die man einfach so am Anfang bekommen hat, wenn man Yoshi hatte. Oder war es die zweite? Nee, war schon die erste. Wo man die einfach so bekommen hat, wenn man Yoshi hatte, was nicht allzu schwierig war, weil wie soll man da Yoshi großartig verlieren? Naja, was sich Nintendo bei ihren Leveln denkt, das können sie wahrscheinlich nur selbst verstehen. Und jetzt sehen wir, was die Schalter hier machen. Wenn wir auf den roten drücken, breiten sich die roten Blöcke aus. Und logischerweise, wenn wir auf den blauen drücken, werden sich als nächstes dann, wenn wir soweit sind, die blauen Blöcke ausbreiten. Ist ein cooler kleiner Rätselaspekt. Da werden wir noch aktiv mit zu tun haben. So hier am Anfang der Welt ist es jetzt nicht so so wichtig, was die Blöcke machen. Das ist halt nur cool anzusehen oder eine coole Idee, was auch immer. Aber später wird das noch wichtiger. Ja, alles klar. Ich wollte eigentlich hier oben schauen, was hier ist. Ah, schade. Ich dachte, die erste Starcoin. Aber so war es ja jetzt komplett unnötig, dass ich die Feuerblume verloren habe. Vor allem, weil ich denke, dass man den Porkopuffer mit der Feuerblume ausschalten kann. Ah, schade.
Und das hier ist die erste Starcoin, alles klar. Ich weiß nicht, ob man nur von oben dran kommt. Nein, wahrscheinlich auch von unten. Und ich verliere die Starcoin. Quatsch, die. Den Pilz. Das Power-Up. Und hier ist noch ein Secret. Okay. Und hier oben auch. Okay, man könnte da komplett rüberrennen, aber ich weiß nicht, was einem das bringt. Ich denke, man würde dann ein Areal überspringen, was ich jetzt so eher noch nicht möchte. Weil ich glaube, hier unten könnte ganz gut die zweite Starcoin auch versteckt sein. Boah, ich war viel zu langsam. Was zum Teufel? Dann sterbe ich so, ey. Ach man, ey, komm schon. Naja, was soll's. Was soll's? Kriegen wir nochmal ein Power-Up? Ja, einen Pilz, immerhin. Komm, let's go. Mach hinne, Mario. Nein, mach nicht dieselbe Scheiße schon wieder. Kann man hier eigentlich mit einem Stern durchrennen? Oder wofür sind diese Münzen... Oh, ich bin so blöd. Wofür sind diese Münzblöcke? Sieht zumindest sehr stark danach aus. Und ich hätte da oben hergemusst. Ah, hau doch ab! Der ist kurz gestoppt, der Arsch. Ich dachte, er schwimmt weg. Was ein Bullshit. Ja, komm. Hauen wir mal ein bisschen rein hier. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier 10 Minuten in einem Level rumzugammeln. Ja gut. 10 Minuten für ein Level wäre noch in Ordnung. 20, besser gesagt. Aber jetzt keinen Bock hier 20 Minuten im Level rumzugammeln, also... Hauen wir mal ein bisschen rein. Und hier warte ich jetzt. Und kill ihn, jawoll! Meine Fresse, ey. Scheiß Porkopuffer. Ich da eben zu Anfang meine Feuerblume verloren habe, es war so unnötig. Ja. Alles klar. Ja, cool. Oh Mann, ey. Wie er genau in dem Moment zurückkommt, ne? Kann es sein, dass Nintendo den extra nervig machen wollte? Okay. Jetzt haben wir wenigstens eine Feuerblume. Haben schön die Red Coins sammeln können. Ich wollte gerade aber auch schon sagen, also wenn ich die jetzt nochmal verloren hätte, ne? Das hätte mich dezent angekotzt. Dieses blöde Arschloch. Ach, komm, ey. Ja, dann geh halt da. Einfach so runter. Okay, wir brauchen anscheinend entweder Feuerblume oder Koopa-Panzer. Also sehr gut, dass ich da den Koopa-Panzer mitgenommen habe. Oder runtergeworfen habe, was auch immer. Sonst wären wir nicht mehr da rangekommen. Oder wir wären halt jetzt zurückgegangen. Zack, weg mit dir. Und jetzt werde ich ein bisschen besser darauf achten, dass ich da nicht einfach runterspringe, weil er eben zurückkommen konnte. Ich
Ich denke, hier wird nichts Wichtiges sein. Na, wobei. Bevor da irgendwas ist. Und ich dann nochmal zurücklaufen muss. Oder was auch immer. Oder ein Level neu spielen muss. Nehme ich mir einfach hier den Koopa-Panzer mit. Und werfe ihn da runter. Einfach weggeböllert, den Typen. Alles klar. So soll's sein. Nehmen wir uns noch den One-Up mit. Und dann gehen wir weiter, weil ich denke, hier wird nichts mehr sein. Aber hier oben kann gut was sein. Und nö. Tatsächlich nicht. Man konnte da einfach nur wieder das Areal überspringen. Hm. Wo ist die dritte Starcoin? Ist die hier in dem Bereich oder kommt die noch? Ach, da oben. Okay. Wir haben einen One-Up bekommen, alles klar. Aber ich finde, das ist auch schwierig zu timen hier im Wasser. Okay, ich werde wahrscheinlich an den braunen Block dran springen müssen. Ja, das... Nein, ey, komm schon. Mario hat sich automatisch da dran geheftet. Mario, hör auf. Was? Ach so, okay. Ich dachte, man könnte jetzt einfach nur über die Wand drüber. Aber nein. Man muss tatsächlich die Ranke benutzen. Anders kommt man hier nicht hin. Boah, wäre ich da jetzt eben noch gestorben, ne? Das wäre ultimativer Abfuck gewesen. So, und jetzt ab ins Ziel. Okay, ich hätte mir denken können, dass der nochmal kommt, aber wir bleiben verschont. Boah, das war anstrengend. Holy shit. Ja, jetzt können wir nämlich auch hier die blauen Blöcke aktivieren und weiterlaufen. Wie gesagt, immer noch nichts, was krass ist oder so. Aber ich denke, im nächsten Part werdet ihr dann erfahren, was es hier mit dem Feature auf sich hat. Vielen Dank fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis dann. Und ciao.